Schloss anfangs. Ach man, was macht denn Ingi schon wieder? Nun, wo ist Prinz Ingi? Aha, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Großartig. Hier ist deine Belohnung. Danke, Max. Sehr großzügig. Okay. Ich habe mich herangeschlichen. Prinzessin Luigi! Ich bin es, ein geliebter Prinz Ingi. Du Widerling! Was machst du hier mit Prinzessin Luigi? Warum machst du denn hier so einen Wind? Na warum wohl? Ich bin mit der Prinzessin verlobt. Sie ist mit einem Ekel wie dir verlobt. Das lasse ich nicht zu. Und das sagst du mir ins Gesicht? Oh, es kocht. Bitte hört auf. Aufhören, ihr beide. Was um alles in der Welt ist hier eigentlich los? Chaos. Aufhören, alle Beine. Dieser Kerl soll also Prinzessin Luigi heiraten? Das werde ich nicht zulassen. Dieser Schuft. Er wagt es, meine Prinzessin Luigi den Hof zu machen. Okay. Drama hier. Bei denen fliegen die Fetzen. Vielleicht könnte eine Frommbeere sie beruhigen. Dürfte ich dich darum bitten, eine von uns zu suchen? Okay, was auch immer das ist, klar. Eine Frommbeere. Wie ein Brombeer. Prächtig! Die Frommbeere wächst irgendwo tief im Wald. Na, so kommen wir zur Kiste wahrscheinlich, oder? Ich gebe dir vorab schon mal eine kleine Belohnung. Ey, der gibt uns so viel Geld, was ist los mit ihm? Ja, okay, dann beeilen wir uns jetzt. Auf zur Frommbeere. Die sollte ja eigentlich right on the corner sein. Das ist wieder so ein Gegner, aber diesmal nicht in Gold, sondern in so, ja, in so einer lilanen Farbe halt. Alles klar, mal gucken, was der uns dann diesmal gibt. Vielleicht diesmal Erfahrungspunkte? Wie heißt er denn? Nyamploing, na, dann gibt es uns wahrscheinlich Essen. Aua, die machen aber richtig viel Damage. Was soll denn das? Ist nicht okay. Was soll denn das? Hey, ja! Du machst so viel Damage mit dem Pferd, ne? Unfassbar. Oh, danke, Freddy, dass du mich immer heilst. Sehr nett. Köstlich. Nein, Freddy! Ich sollte Freddy heilen. Das ist sehr wichtig. Perfekt. Reicht schon. Bam. Einer lebt noch. Da gibt es mal Feuer hinter unterm Hintern. Ich mache so wenig Damage. Ach, Mist. Jiha. Das wird morgen sicher wehtun. Pläugenwurzel und Pläugenwurzel, Sternchen, Sternchen. Wir gehen essen. Okay. Dumm. Und ja, wie ich es mir schon gedacht habe, hier kommt man dann zur Kiste wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es hier zwei Wege. Wir müssen beide machen, wahrscheinlich. Aber ich werde dann, wie gesagt, einen rausschneiden. Auf geht's! Ich bin bereit! Das sagst du jetzt! Im Kampf zeigt sich bei vielen der wahre Charakter. Waluigi ist jemand, der sich zumindest was traut. Prinz Ingi dahingegen ist ja voll die Tröte. Und er soll die Prinzessin heiraten. Prinzessin Luigi kann einem echt leid tun. Ja, die arme Prinzessin Luigi. Die arme, arme. Ich hab Hunger. Ernsthaft? Was ist das? Ah! Du hast einen verborgenen irgendwas gefunden. Einen verborgenen Pfad, glaube ich, leider. Willst du ihm folgen? Okay. Nein, ich habe auf Lieber nicht gedrückt. Nein, das wollte ich nicht. Ah, oh, ich wollte auf Ja, aber ich dachte, oben wäre Ja. Oh, ich bin so dumm. Ah! Ah, ich bin so dumm.
Auf. Wahrscheinlich muss man das machen, um dahin zu gehen, oder? Zur Beere. Oh, oder du bist die Beere. Mars-Mie-Falle. Was bist du? Was bist du? Was ist das? Etwas Totes. Auf jeden Fall. Was war das für ein Viech? Ups, nein, ich spule mir zu viel vor. Das war jetzt natürlich aus Versehen, das wollte ich nicht. Da muss ich eigentlich nächstes Mal besser aufpassen, dass ich nicht die nächsten Bonuserfahrungen bekomme. Gut. Orakelpfanne. Na, immerhin etwas. Immerhin mal endlich eine neue Waffe. Ja gut, was das angeht. Aber ich... Ja, Sternenzauberstab, der sieht richtig cool aus. Den will ich haben. Mach ich den Kirby! Yay! Der sieht mega cool aus. Und Danny will eine Piratenkluft. Die würde zwar zu ihm passen, aber... Er soll weiterhin ein Entchen sein. Das passt zu gut. Ja, das würde zu gut aussehen, aber du sollst das Entchen bleiben, Danny! Bleib das Entchen! Ja. Lass mal sehen, was gibt's denn nur im Roulette? Eine Wollrobe. Hab ich glaube ich noch nicht. Aber krieg ich nicht. Ausflugticket krieg ich dafür. Alles klar. Dann machen wir nochmal. Hä? Ich hab doch A. Okay. Nochmal. Und jetzt kriegen wir die Wollrobe aber. Höchstwahrscheinlich für mich. Ja. Hat zwar was, aber ich will hierbei bleiben. Ich bleib bei diesem komischen Clown-Kostüm jetzt einfach. Ach komm, futtern wir noch ein bisschen und dann hauen wir ab. Mit Liebe gebraten, deshalb besonders saftig und knusprig. Frisch aus der Erde, extrem knusprig für den Wiederkäuer in dir. Frische, grüne Köstlichkeit zu einem Spitzensalat arrangiert. Komm, dann probier mal. Geschmeckt. Hat geschmeckt. Hat geschmeckt. Alles! Oha! Mist. Na gut. Konnte ich nie riechen. Oh, ich habe einen Ausdruck gesagt bekommen. Von wo? Naja, benutzen wir es mal. Mit Freddy und Mike am besten. Das heißt, dass ich dann einfach dann jetzt hier rüber push und dann macht ihr beide mal ein Outfit. Ausflug, meine ich. Damit wir mit allen Level 7 erreicht haben. Das wäre sehr nice. Dann. Toilettenpause. Ey, Hilfe! Schlechter Zeitpunkt. Uff. Ah, das ist natürlich kacke, sowas. Und noch eine Plankwurzel. Gebe ich dir doch gleich mal. Hat geschmeckt, Alter. Mike hat richtig viele Setups jetzt erreicht. Das ist doch sehr vom Vorteil. Du hast 5 verschiedene Zauberstäbe, die bevorzugte Waffe der Magie gesammelt. Ja. Das habe ich. Anscheinend. Eigentlich ist das der richtige Weg. Nein. Ich mache das jetzt normal. Aber ich gehe den Geheimgang. Was ist das? Ein Pfad. Na klar. Bestimmt ist hier so ein Boss oder so. Na, am Beine. Noch mehr rennen. Sagt bloß, wir haben uns verlaufen. Was? Nein, Quatsch. Wir sind... Ja, wir haben uns verlaufen. Ach, das macht doch nicht. Das passiert uns doch ständig. Ach, wir gehen einfach in irgendeine Richtung und sehen, wo uns das hinführt. Ja, vielleicht Nerven. Okay. Ein Gasthaus. Okay, ich dachte, jetzt kommt so ein richtig krasser Gegner. So ein Secret Enemy. Aber nö. Nö. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Oh, jetzt bin ich gespannt. Tada!
Na, was meinst du? Man erkennt dich gar nicht wieder. Sieht nicht schlecht aus, aber es passt halt null zu Michael. Level 7, gute Bekannte. Schön. Lass mal sehen. Was gibt's denn hier? Na, wer hat Lust auf die beste Pferdepflege aller Zeiten? Ja! Ja, Leckerli. Ja! Schrub, schrub, schrubbididu. Ja! Schade, ich dachte, es gibt zwei auf einmal. Weil es sah schon ziemlich heftig aus. Okay. Sehr interessant. Ja, dann let's go. Dann let's go. Dann let's go. Bom, 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 bom. Wir erreichen schön die Truhe. Erstmal die Truhe und danach die Story. Erstmal Bonus hier holen. Let's go. Ich mache eine Pause. Schluss damit. Ja, mittlerweile wiederholen sich halt die meisten Texte schon. Oh, Grünfleuen. Das sind die normalen Formen davon. Sind die instant tot? Ja. Ja, sind sie. Bam. Ah, ein Gesicht fehlt uns noch. Dann hätten wir ein neues Upgrade. Wow. Kommt schon. Können wir bitte etwas langsamer machen? Okay. Oh, wieder so ein Ort, wo ich mehrmals machen muss. Ja, ich mache das dann alles offscreen. Dann schneide ich euch einfach in der nächsten Folge wahrscheinlich ran, was alles so passiert ist, während ich hier die ganzen Orte nachgemacht habe. Also alle Orte. Ich kann es gleich nochmal zeigen. Die Stimmung ist wegen der Reise so angespannt. Was? Wieso streiten wir uns jetzt? Oder? Nee. Noch streiten wir uns nicht. Komm, rennt einfach. Dann wird euch nicht mehr streitet hier. Ah, noch ein Kampf. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Obwohl, diese Gegner. Vorbei. Ah! Komm schon, Leute! Gib's auf einmal wieder her! Ah! Das tat weh, Leute! Was soll das? Gib Mike sofort wieder her! Bah, ah! Ah, so ein Glück. Als ob das nicht Damage gemacht hat auf mich. Das doch voll wehgetan haben. Mann, ich bin zu schwach. Ich brauche neue Fähigkeiten, neue Zaubersprüche irgendwie. Ach, daneben. Uff. Die Maulwürfe, die verstecken sich halt ständig. Ja, Reitangriff ist mein stärkster Angriff bisher, glaube ich. So. Bonuserfahrung kriegt diesmal nicht ich. Hallo, Maike. Hä? Kein Special-Ding? Wahrscheinlich erst, wenn wir hiermit fertig sind. Noch eine Weggabelung und dann darf ich das ja noch mehr öfters machen. Wow. Alles klar, Spiel. Alles klar. Oh nein, nochmal sowas. Nochmal sowas. Du, 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 du. Nein, wieso immer ich? Kommt schon, Leute, hilft mir! Da! Hier heilt sich. Ich glaube nicht, dass man sich hier vergiften lassen kann. Ist mir nicht so gut. Gib sofort Mike wieder her! Ha! Na, so ein Glück. So, und jetzt kriegst du aufs Maul! Verbrennen! Ja! Mit Lösungen, Mike. Wow! Ich stehe dir bei. Wir sind einfach ein gutes Team, glaube ich, mittlerweile. Ein wirklich gutes Team. Aber wir müssen noch ein bisschen leveln. Das ist, glaube ich, das Einzige. Nochmal Bonuserfahrung. Nochmal, Maike. Es geht doch nicht so weit, einen kleinen Sprint. Ja, endet das hier mal? Eine riesige Truhe. Die auf der Oberwelt wahrscheinlich. Ein Moai-Dolch. Oh, das sieht ja richtig lustig aus. Wie so Tadeos Haus einfach. Geil. Perfekt.
Das darfst du jetzt immer haben, Daddy. Viel Spaß damit. Geil. Langer Bonusort. Du hast doch jetzt 150 Leute gerettet. Die Macht des Host. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt statt 30 satte 35 HP verstreuen. Ho, 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 die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Metopia. Aber ich glaube immer noch das Gleiche. Das ist mir egal. Ab 200 gibt's neues Upgrade. Ho, ho, ho. Alright. Du da. Ankuscheln. Gemeinsam mit einem Freund erholt es sich in Ruhezonen gleich viel besser. Oh. Niedlich. Ja, komm weiter. Nicht aufhören. Nicht schon aufwachen hier. Nein, ich will hier sein. Und du kannst da chillen, ist mir egal. Bin am wenigsten gelevelt. Ah nee, Freddy auch mit dem Pferd am wenigsten gelevelt. Okay. Danny will eine Wüstenkluft. Ob man die jetzt schon bekommen sollte? Naja. Ich kauf sie. Alter, bessere Stats. Und das ist ja sowieso das, was er gerade braucht. Das sieht so dumm aus. Nein, ich will, dass du ein Engine bleibst. Verdammt nochmal. Stahlschwert, das wäre sehr gut für Michael. Aber krieg ich nicht. Na, B-Banane, was will ich denn mit dem Müll? Komm, nein. Nein, nicht nochmal eine Banane. Ach Gott. Nur Müll. Jetzt kriegt Danny. Jupp. Was kriegst du? Nice. Und die schmeckt alles heute irgendwie, ne? Es mag halt sonst niemand diesen Deli-Becher. Nur Maike mag den. Deshalb kann ich den jetzt leider auch nicht mehr nochmal benutzen. Schade. Aber egal. Dann machen wir jetzt weiter. Weiter. Bam, 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 bam. Let's go! Verdammt voraus! Doch, wir werden angegriffen von 4 Grinsepilzen. So, 3 können schon mal sterben. Dankeschön! Nutzt plus 2! Bam! Das ist mega easy. Kostenlose Gesichter gerettet, ja. Gar nichts. Kriegen wir auch dafür kaum irgendwas. Verständlich. Ja, ich spule die, das ist auch noch vor. Es ist nicht, das ist der gleiche Ort, den haben wir schon so oft gesehen, diesen Ort. So. Aber da wir dieses Level noch nicht gespielt haben, lass es noch, schalte es noch rein. Ah! Müssen Mike retten. Aber ansonsten, ich das Level nochmal mache, fürs Leveln. Ganz schön dunkel hier drin. Neue Technik. Scharfe Speise. Hau rein. Scharf. Nice. Ich fühle mich so schwierig. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Na egal. Feuer! Schön. Heck ist dran mit dem Pferd. Bam! Level 9 für Mike! Explosion gelernt. Löse eine Explosion aus, die all deine Gegner röstet. Oh! Das hört sich doch nice an. Hier, Freddy, kriegst du. Das hört sich richtig nice an. Let's go, Jungs und Mädels. Mir ist da so ein Gedanke gekommen. Wenn jeder von der Frommenbeere esse, meinst du, dadurch würden alle Ängste und Sorgen dieser Welt verschwinden? Hä? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Naja, ich dachte mir, wenn wir wirklich die Frommenbeere finden, dann könnten wir sie doch anbauen und alle dazu bringen, davon zu essen. Gute Idee eigentlich.
Ruckzuck wären alle ganz zahm und wir könnten die Weltherrschaft übernehmen. Was? Sag doch nicht sowas, du machst mir Angst. Wann und Scherz. Ja, nicht lustig. Not funny. Auf solchen Blödsinn kann ich verzichten. Okay. Bitte nicht streiten. Ich geh jetzt einfach mal oben lang. Und mach ich dann einfach auf Screen. 880 Gold. Mir ging schon besser. Ob die Frommbeere hier wächst? Vielleicht hinter diesen 2D-Büschen. Der Frommbeerbusch, ja, das ist der. Ein Stein! Oder eine Frommbeere. Einfach so ein kleines Polygon-Ding. Wow. Wow. Episch. Okay. Was geht denn bei euch ab? Der hat ein Geschenk gekauft. Oh, bitte streitet euch nicht wieder. Ich war einkaufen. Ich hab was für dich. Freddy hat ein Geschenk von Danny. Gib schon, gib schon! Ein Holzlöffel. Ist jetzt Freddy's Salad Fingers oder was? Oh, wow. Freddy freut sich. Na dann. La. Irgendwie Freunde. Schön. Danny versteht sich mit Freddy bisher am besten, glaube ich. Okay, okay. So. Wer will noch was haben? Du willst ein Schwert haben. Stahlschwert. Gönn ich dir. Muss mal wieder stärker werden hier. Hat sie gereimt. Boah, sieht voll cool aus eigentlich. Oh, aber dann hat sie das hier nicht. Ja, das soll sie schon behalten. Das passt so, so gut. Hab ich ganz vergessen. Okay, Freddy, was mit dir? Lederuniform. Ach komm, ich gönn's denn jetzt einfach alles, was sie wollen. Ist mir so egal, wie mittlerweile. Wenn sie es haben wollen, dann wollen sie es halt haben. Irgendwie passt das besser als das. Es sieht so normal aus. Oh, mein Freddy ist nicht normal! Nein. Vielleicht später ende ich das noch. Ich weiß es noch nicht. Jetzt lassen wir es erstmal so. Hast du dir Bratpilzpoli probiert? Nein, Danny noch nicht. Aber Danny liebt es. Schön. So, hier, den Demi-Becher. Gönn ihn dir. Und auf zum König. Bzw. zum Königreich. Besser gesagt. Du hast 5 verschiedene Schwerter, die bevorzugte Waffe der Kriege gesammelt. Alles klar. Wie geht's dann weiter? Was? Alles zerstört. Das gibt es doch nicht. Was ist hier nur passiert? Wer bist du denn? Ein Gegner. Nicht der Boss, sondern nur ein normaler Quälgeist. Na dann. Aha. Löse eine Explosion aus die alten Gegner. Wahrscheinlich ist es das bessere Blitz. Aber es macht auch mehr als das Doppelte von MP weg. Von daher. Feuer! Und BAM! Gut, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge rausfinden, was hier passiert ist. Oh, damn. Aber wir halten noch ein Level up. Nur für Merkel leider. Aber okay. Eigentlich will ich noch einen Kampf machen. Und wir können auch noch einen Kampf machen. Wir müssen die retten. Was ist hier passiert? Wahrscheinlich hat der dunkle Fürst was damit zu tun, oder? Ich wette mit euch. Was? What? Wahrscheinlich muss ich Maike jetzt hier rüber tun, oder? Oder Moment, warte, was passiert denn jetzt eigentlich? Ich will sehen, ob die jetzt irgendwas anderes macht. Oh nein! Sie ist so böse, sie stellt uns Stein.
gleich reden, Alter. Beinchen stellt sie uns. Ausfall unmöglich. Okay. Ah! Wie gemein. Wow. Alter, sind alle böse. Wie wird dieser Kampf jetzt ausgehen? Nee, komm. Hier, Maike ist am stärksten. Pack sie mal hier rüber. Macht dann einfach nichts. Okay, nice. Maike hat sich wieder ausgeruht. Hä? Was? Nein! Wie kann er nur? Oh, danke, Danny. Okay, egal. Ist vorbei. Bis zur nächsten Folge! Fabius freut sich für uns. Level Up für Danny und Freddy. Danny erlernt Ausweichkünstler. Weiche einigen gegnerischen Angriffen aus. Und Freddy nicht. Oh, was denn?